was ich euch mitgebracht habe. Wisst ihr's? Klar, ein Gebiss. Und was für eins. Und eine Zahnbürste. Eine richtige Mega-Zahnbürste, die zu einem Riesengebiss passt. Jetzt werdet ihr euch sagen, oh, wozu bringt die denn die Zahnbürste und ein Gebiss mit? Ich weiß doch, wie das geht. Schauen wir mal. Also, als erstes mit der Zahnbürste die Innenseite der Zähne. Mit kreisenden Bewegungen. So, mit kreisenden Bewegungen. Links, rechts, so, so mit kreisenden Bewegungen und hier mit kreisenden Bewegungen. Dann kommt von innen nach außen, immer von rot nach weiß, so. Die Zähne, damit die Zahnbürste schön in die Zahnzwischenräume hineingeht. Immer von rot nach weiß. So. Dann kommen natürlich die Außenseiten. Auch mit kreisenden Bewegungen. Kann ich hier oben machen. Kann auch die Zahnbürste so nehmen. So, bürsten, hier mit gleichen kreisenden Bewegungen, hier mit kreisenden Bewegungen, hier von rot nach weiß, allen Streck schön raus und hier mit kreisenden Bewegungen. Fällt euch was auf? Genau, die sogenannten Kauflichen fehlen ja noch von den Backenzähnen. Und da kann ich so richtig schön schrubbeln. Da kann man auch noch mal so ein bisschen biegen, die Zahnbürste, dass man da auch noch was wegkriegt. Die Kauflächen. So und oben. Oh, Manometer. Tja, das war's schon. Jetzt mit Wasser gut nachspülen und dann habe ich wieder ein sauberes Mündchen. Viel Spaß beim Zähneputzen!